Wüste. Nach der internationalen Klimaklassifikation eine Landschaft mit einer jährlichen Niederschlagsmenge von weniger als 250 mm pro Quadratmeter. Die Sanddüne, der Erg, ist nur eine ihrer vielfältigen Oberflächenformen. Weiter verbreitet sind die Hamadas, schwarz verbrannte, steinige Plateaus, die übergehen können in Gebirge bis zu 3500 Meter Höhe. Darunter die klimatisch extremen Reliefwüsten, die zu den lebensfeindlichsten Erdzonen überhaupt zählen. Es gibt auch von Winterfrösten klirrende Wüsten, nicht nur von sommerlicher Hitze ausgedörrte. Aber welche Temperaturunterschiede auch immer bestehen, sie alle zeigen die Tendenz, sich auszudehnen, und zwar mit katastrophalen Folgen für Tier und Mensch. Die Bedrohung hat sich so verschärft, dass der menschliche Genius all seine technische, soziale und wissenschaftliche Fantasie wird aufbieten müssen, um der Gefahr Herr zu werden. Eine der großen Herausforderungen unserer Epoche. Ohne Gegenmaßnahmen würde die Zahl von derzeit 50 Millionen bedrohter Menschen bis Ende des Jahrhunderts auf über eine halbe Milliarde anschwellen. Millionen Quadratkilometer, ein Fünftel der Festlandsmasse, bestehen aus Wüsten. Die meisten liegen in subtropischen Regionen und umspannen den Globus längs des nördlichen und südlichen Wendekreises wie zwei Bänder. Und zwar von Ost nach West in dieser Reihenfolge. Australien, große Victoria-Wüste. 44% der Kontinentalfläche bestehen aus Trockenzonen. Der kleinste der Erdteile hat von allen den größten Anteil an Wüstenterritorium. Asien. Wüste Gobi, die große Teile der Mongolischen Volksrepublik und Nordchinas bedeckt und mit der Taklamakan in der westchinesischen Provinz Xinjiang zum innerasiatischen Wüstensystem zählt. Im Regenschatten der höchsten Gebirgsketten der Welt gelegen, sind diese im Winter kalten und im Sommer heißen Wüsten von aller Feuchtigkeitszufuhr abgeschnitten. Indien. Brunnenausschachtung in der Wüste Thar, die sich ständig nach Nordosten ausdehnt. Der feuchte Sommermonsun zieht an ihr vorbei, ohne auch nur einen Tropfen Wasser abzuregnen. 1950, 13 Meter tief, muss man heute 25 Meter in diesen Brunnen hinabsteigen. Die Karakum im sowjetischen Turkestan. Sie geht in die persische Salzwüste über, die zusammen mit der chilenischen Atacama zu den wasserärmsten Regionen der Welt zählt. Ölfeld in der gewaltigsten Wüste der Welt mit 9 Millionen Quadratkilometer so groß wie die USA, die Sahara. 2000 Kilometer Nord-Süd, 5000 Kilometer Ost-West-Ausdehnung. Von Menschen bevölkert seit über 10.000 Jahren. Namib und Kalahari im Süden dazugerechnet, besteht Afrika zu einem Drittel aus Wüsten. Sahara und arabische Wüstenhalbinsel bilden mit 12 Millionen Quadratkilometer den größten in sich geschlossenen Trockenraum der Erde. Nordamerika. An der Felsbarriere der Rocky Mountains schlagen sich die feuchten Luftmassen vom Pazifik zu Eis und Schnee nieder, ehe sie ins Innere gelangen könnten. So entstanden im Westen des Kontinents die tagsüber sehr heißen, nachts aber extrem kalten Reliefwüsten, denen sich im Süden des großen Beckens der Sand der Mojave, der Sonora und der Chihuahua-Wüste anschließt.
Zentralsahara, algerische Beduinenpolizei am Nordrand des Hoggar-Gebirges. Kein Kontinent ist vom Vormarsch der Wüste so bedroht wie Afrika. Aber das war nicht immer so. Vom 10. bis zum 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung brachten Klimaausläufer der letzten Eiszeit regenbringende Tiefdruckgebiete aus dem mittleren Atlantik nach Nordafrika. Die Folge war ein bewaldeter Atlas, ein Hoggar- und Tibesti-Massiv mit gewaltigen Wassermassen und ein Tassili, dessen unvergleichliche Felsbilder von Leben, Kampf und Arbeit jungsteinzeitlicher Sahara-Völker erzählen. Auf Tausenden und Abertausenden über die große Wüste verstreuten Felsgemälden hinterließen sie Kunde ihrer vielfältigen Kulturen. Hervorragende Künstler und Meister der Steinbearbeitung. Wie dieser Elefant bezeugen zahlreiche Felsgravuren, dass damals, zwischen dem 10. und 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, im Herzen der Sahara eine Großtierwelt lebte, wie sie sich nur noch in den Wildreservaten Ost- und Südafrikas erhalten hat. Den künstlerischen und kulturellen Höhepunkt bildet die sogenannte Rinderepoche. Danach wird ein deutlicher Verfall der Ausdruckskraft sichtbar, der in Zusammenhang mit dem Versiegen der Quellen stehen muss. Die jungsteinzeitliche Zivilisation der Sahara-Nomaden, Jäger und Ackerbauern endet abrupt, als sich die Tiefdruckgebiete aus dem mittleren und nördlichen Atlantik verlagerten und über Europa abregneten. Seit dem Ende jener in der uralten Geschichte der Sahara vorläufig letzten Feuchtperiode dauert ihre Austrocknung bis heute unverändert an. Allein in den letzten 500 Jahren wanderte ihre Südfront auf nahezu der gesamten Breite um 480 Kilometer vor. Und doch hat diese Ausdehnung des stummen Vulkans, wie die große Wüste oft genannt wird, nicht nur klimatische Gründe. Es gibt auch eine menschengemachte Wüste mit vier großen Ursachen. Erstens, Überweidung durch Herden, die auch noch angesichts des Fleischbedarfs einer stark gewachsenen Bevölkerung zu groß sind. Vieh ist Statussymbol, nach dessen Stückzahl sich die Klassenzugehörigkeit des Besitzers errechnet. Nomadisches Sozialverhalten erlaubt den Herden, ihre eigene Lebensgrundlage abzuweiden, an Futtermangel zu krepieren und der Wüste Platz zu machen. Zweitens, Abholzung von Wald- und Buschvegetation, um Baumaterial, Brennholz und Holzkohle zu gewinnen. Was an Grün bleibt, wird vom Vieh vernichtet, allen voran den Ziegenherden. Drittens, sinkender Grundwasserspiegel durch den wachsenden Bedarf für immer mehr Menschen und Tiere. Die Entnahme erfolgt meist aus rasch gebohrten Röhrenbrunnen am Rande der Wüste ohne Rücksicht auf den Vorrat. Und viertens, die durch den Bevölkerungsdruck erzwungene rigorose Ausweitung der Ackerflächen auf Kosten des empfindlichen Gleichgewichts zwischen Klima, Vegetation und Boden. Der dem Wüstenrandgebiet traditionell angepasste Anbauzyklus wird durchbrochen, die notwendige Brachzeit verkürzt oder ganz übersprungen. So kann sich die ohnehin ausgelaugte Ackerkrume nicht mehr erholen und wird zu einer leichten Beute des ewigen Wüstenwindes mit seinen häufigen Staub- und Sandstürmen. Das Zusammenwirken von tyrannischem Klima und menschlichem Missbrauch führte in der 5000 Kilometer langen Agrar- und Viehhalterzone des Sahel zwischen Südrand der Sahara und Nordrand des Feuchttropengebietes von 1973 bis 1975 zu Katastrophen, wie sie weder von der geschriebenen noch von der ungeschriebenen Geschichte des stummen Vulkans je überliefert wurden.
Die Welthilfsorganisationen lassen die Warnzeichen unbeachtet. Immer weniger Regen seit 1966, ab 1969 kaum noch Niederschlag in Mauretanien, Mali, Tschad und Niger. Und bald werden auch der Sudan, Somalia, das nördliche Kenia und Äthiopien von der längsten Dürre seit Menschengedenken befallen. In den isolierten Dörfern trifft es zuerst die Alten und die Kinder. Die Entwässerung des Körpers lässt das Muskelgewebe skeletthaft schrumpfen. Dann treffen Nahrungsmangel und Feuchtigkeitsentzug auch die Kräftigeren. Die meisten Sahel-Opfer sterben vor dem großen Aufbruch. Und wie bei diesem Kind einer 16-jährigen Mutter ist es immer der lange Wüstentod der inneren Austrocknung. Spät, oft zu spät, wird die Flucht aus der wasserlosen Gluthölle ergriffen. Denn trotz unsäglichen Leiden erfolgt die Trennung vom Heimatdorf erst, als der Glaube an das Wunder Regen endgültig erlischt. Die Überlebenden machen sich mit den Resten ihrer beweglichen Habe auf Trampelpfade, die nicht selten 1000 Kilometer lang sind. Auf ihnen verlieren die meisten auch noch ihren letzten Besitz und viele das eigene Leben. Als die Notrufe aus dem Sahel die Welthilfsorganisationen erreichen, war es bereits für Hunderttausende zu spät. Erst die Bilder der Scham und des Entsetzens aus den Auffanglagern zeugten so etwas wie ein Weltbewusstsein für die Wüstenproblematik unserer Epoche und für eine Wissenschaft, deren Erfolge die Sahel-Katastrophe in ihrem Ausmaß hätten vermindern können. Die Lehre von der Erforschung und Nutzbarmachung der Wüste, die Desertologie. Von der Gewinnung dieses Elements hängt im Kampf gegen die Wüste alles ab. Israel, Nordnegev, Mitrashatz de Boker, das einzige echte Wüstenforschungsinstitut der Erde neben dem Arid Land Center in Arizona, USA. Hier, wo der israelische Staatsmann David Ben-Gurion begraben liegt, lernen wir die moderne Nutzung von Wüstenwasser kennen. Zunächst von Brackwasser. Brackwasser entsteht durch Regenfälle, die in unterschiedlichen Tiefen lagen, meist aber oberflächennah in die Erde sickerten und dort einen leicht salzhaltigen Geschmack annehmen, der ihre Verwendung beschränkt. Brackwasser ist im Allgemeinen leicht förderbar. Unter photosynthetischer Einwirkung der ewigen Sonne und kostenloser Zugabe von Wind und Luft wachsen in dieser Umwälzanlage dem Brackwasser hinzugefügte grüne Algen in kürzester Frist. Sie werden getrocknet als hochwertiges Protein an Vieh verfüttert. Aber es sind auch Versuche im Gang, sie der menschlichen Nahrung nutzbar zu machen. Auf das bloße Wort der Wissenschaftler von Steboker, dass Wasser gefunden werde, wurde 1,5 Autostunden durch den Negev entfernt im Wadi Arava diese Phosphatfabrik errichtet. Noch ehe die Bohrung begonnen hatte und ein Tropfen gefördert war, stand ihr Gerüst schon mitten in der Wüste südlich des Toten Meers. Man wurde fündig. In 15 Kilometer Entfernung von der Fabrik und 80 Meter Tiefe. Diese moderne Hochleistungspumpe kann 300 bis 400 Kubikmeter fossiles Wasser pro Stunde ansaugen.
Fossiles Wasser wird aus großer Tiefe gefördert und ist wie Öl nicht erneuerbar. Es sollen aber unter der saharo-arabischen Wüste gewaltige Vorräte lagern, die bei ökonomischer Nutzung 200 Jahre reichen könnten. Eine zweite Pumpe in der Nähe, im letzten Stadium der Erprobung, steht still, als wir eintreffen. Sandanteile drohen, ihre Rohre zu verstopfen oder gar zu zerstören. Aber dann erscheinen zwei Fachleute aus Tel Aviv, schütteln den Kopf, basteln eine Stunde lang daran herum und lassen die Pumpe an. Auch hier wird aus 250 Meter Tiefe fossiles Wasser gefördert. Das sind sintflutartige Regenfälle, die vor undenkbaren Zeiten über der Wüste niederrauschten, einsickerten und weit drunten von porösem Gestein in winzigen Hohlräumen ohne Verdunstungsmöglichkeit gespeichert bis auf die Gegenwart erhalten blieben. Auch die Vorräte unter dem Negev und dem Sinai sind groß, jedoch wie jedes fossile Wasser nicht zu erneuern. Alles kommt auf die wirksamste Nutzung des erschöpfbaren Rohstoffes an. Kibbutz Yad Fatah im südlichen Negev. Hier gedeihen 2500 Dattelpalmen, obwohl jährlich kaum 20 mm Regen fallen. Dennoch müssen die Fruchtdolden festgebunden werden, sollen sie nicht durch ihr eigenes Gewicht abbrechen. Mit 100 Kilogramm pro Baum ist die Ernte 10-mal so hoch wie üblich. Die Ursache? Fossiles Wasser aus Tiefbrunnen führt, mit Düngerstoffen angereichert, über einen Tropfschlauch jedem Baum die jährliche Menge von 250 Kubikmeter zu. Das genaue Quantum für maximale Ernten. In Yad Fatah ist Regen sogar unerwünscht, denn er könnte das vom Brackwasser nahe der Oberfläche abgelagerte Salz in die Erde schwemmen und damit die Wurzeln der Dattelpalmen schädigen. Um jeder Gefahr vorzubeugen, wird das Brackwasser in Becken abgepumpt. Dort gedeihen dem Salzgehalt widerstehende Süßwasserfische bereits in der 10. Generation für den menschlichen Verzehr. Das aus großer Tiefe geförderte und den Dattelpalmen gut bekömmliche fossile Wasser wird in Mengen verteilt, die Höchsternten erzielen. Das dem Hain schädliche Brackwasser wird dem Boden entzogen und einem Nutzwert zugeführt. Dieses System ist niederschlagsunabhängig. Das von Afdat war es nicht. Ruinen der einst volkreichen Stadt der Nabatäer, Karawanenhändler, die im Altertum über 1000 Jahre hin im gesamten Negev ein blühendes Reich errichtet hatten. Da das Klima damals mit 80 bis 100 mm Regen so trocken war wie heute, stellt sich die Frage, mit welchem Bewässerungssystem überlebte die Stadt? Die Antwort gibt die heutige Versuchsfarm Afdat. Mittels gegrabener Rinnen wird von umliegenden Hügeln das Ablaufregenwasser in ein Kanalsystem geleitet, das sich von dem Nabatäischen nur durch die modernen Flutmesser unterscheidet. Die Wälle, Kanäle, Wasserpforten wurden zum Teil mit den alten Steinen, dem antiken Vorbild getreu, nachkonstruiert, um den ungewiss fallenden Regen, die einzige Feuchtigkeitsquelle, aufzufangen. Denn damals wie heute gab es hier kein zusätzliches Wasser. Auch daran, dass bei den Nabatäern das Einzugsgebiet des Ablaufregenwassers 35-mal so groß war wie die sogenannte Ökoinsel, der es zufließt, hielt sich die Versuchsfarm. Zuletzt war im März, wenn auch wenig, Regen gefallen. Afdat erlebt sein drittes Dürrejahr. Als wir im Juni dort filmten, war das Wasser längst 1 bis 1,5 Meter tief in den Lössboden eingesickert und hatte dort seine Wirkung getan. Mandeln, Oliven, Pistazien, Pfirsiche waren auf Monate mit Feuchtigkeit versorgt.
Ohne die Nachahmung des nabatäischen Bewässerungssystems würde hier kein Baum, kein Strauch wachsen. Die Methode: gelenkte Regenausnutzung durch Naturgefälle, Ökoinsel an der tiefsten Stelle. Heftige Regen erwünscht, weil sonst zu viel Wasser bis zur Fruchtebene versickert. Deshalb Sturzwasserlandwirtschaft genannt. Aber Ablaufregenwasser kann auch ohne hügelige Umgebung genutzt werden, durch Einzeleindeichung der Pflanzenmulde. Auf dem Gelände der Versuchsfarm von Wadi Mashar. Nach Regen wird die als Staubassin dienende Mulde aufgehackt, um die feinen Röhren, durch die das Wasser einsickerte, aber auch verdunsten könnte, zu zerstören und dem Boden Sauerstoff zuzuführen. Das durchfeuchtete Erdreich unter der rasch verhärteten Oberfläche dient dem Baum als Wasserspeicher für die meist sehr lange Trockenperiode. Die gleiche Methode, wenn auch mit größerem Eindeichungsradius, dient dem Weide- und Schafprogramm. Das durch flache Steinwälle aufgestaute Regenwasser versorgt die Grasnarbe mit so viel Feuchtigkeit, dass sie noch Trockenfutter für die Dürremonate hergibt. So sieht das Wadi-Bett während der Regenzeit mit ihren wolkenbruchartigen Niederschlägen aus. Kaum vorstellbar in den knochentrockenen Dürremonaten. Aber die Flut hatte an zwei dicht am Wadi gelegene Reservoire so viel Wasser abgegeben, dass auch bei anhaltender Dürre der Bedarf der 300-köpfigen Herde gedeckt werden kann. Auch hier das nabatäische Prinzip tiefgelegener, wadinaher Brunnen und Zisternen. Selbst im dritten Jahr der Nord-Negev-Dürre wird der 2000 Liter fassende Vorratstank immer noch aufgefüllt. Das Ziel des Schaf- und Weideprogramms: die Herdenhaltung der Beduinen krisenfester zu machen. Innerhalb von 4 Monaten wird das Awassi- oder Fettschwanzschaf hier auf 40 Kilogramm Lebendgewicht gebracht und dann als Fleischtier verkauft. Die Methoden von Wadi Mashar: erstens Eindeichung der Einzelparzelle, die als Staubassin die Existenz des Baumes gewährleistet. Gepflanzt wird immer an der niedrigsten Stelle der Mulde. Zweitens Wadi-nahe Brunnen, die das Ablaufregenwasser aufnehmen, ihren Grundwasserspiegel erhöhen und gegen Verdunstung abgeschirmt werden. Wie übertragbar sind diese Bewässerungsmethoden? Dazu der Schöpfer von Avdat und Wadi Mashar, Professor der Botanik und Senior der internationalen Wüstenforschung, Michael Evenari. Und wenn Sie mich in Bezug auf unsere eigene Wüstenforschung fragen, so kann ich nur sagen, dass das, was wir nach der praktischen Seite hin getan haben, absolut verpflanzbar ist. Es ist sogar so, dass was wir tun, aus bestimmten Gründen viel eher anwendbar ist in Ländern, in denen der Lebensstandard tiefer ist, also in armen Ländern, in denen der Lebensstandard viel tiefer ist als bei uns, wo er sehr hoch ist, nach meiner Meinung viel zu hoch, aber das ist eine politische Frage. Und da ist ganz besonders das, was wir getan haben, besonders gut anwendbar. In welcher Beziehung? Warum ist es leichter anwendbar in den Staaten? Es ist leichter. Welche Staaten sind es zunächst einmal? Es kämen in Frage zum Beispiel, sagen wir mal, sämtliche arabischen Staaten, die Wüsten besitzen. Indien, Pakistan, Afghanistan. Wir können das auch heute praktisch demonstrieren, denn unsere Forschung hat sich dort bewährt. In Afghanistan hat gerade ein deutsches Team das, was wir tun, praktisch auf einer sehr großen Fläche, 70.000 Hektar ungefähr, angewandt. Was angewandt? Welche Methode? Die Methode, die ich als Wüsten-Runoff-Agriculture bezeichnen würde, das heißt Landwirtschaft, deren Wasserquelle das Ablaufwasser ist, indem man also kein Wasser künstlich in ein Wüstengebiet hineinbringt. Avdat. Wie in Avdat, sondern das Ablaufwasser der Sturzwässer, die nach jedem Regen entstehen, benutzt.
In Aftat finden ferner Versuche statt, auf energiesparende Weise Süßwasser aus Seewasser zu gewinnen, das zu diesem Zweck vom Mittelmeer hierher transportiert worden ist. Professor Evenari verspricht sich von der ebenso einfachen wie kostensparenden Methode des Hamburger Wissenschaftlers Dr. Rolf Betack viel. Das Seewasser wird von einer Pumpe auf das Dach des Gewächshauses geschafft, wo es durch Sonneneinwirkung zwischen einer Doppelscheibe verdampft, sich als Süßwasser niederschlägt und gesammelt den Pflanzen zugeführt wird. In diesem Falle Chrysanthemen. Jüngste Methode, sich im Kampf gegen die Trockenzonen ein unerschöpfliches Reservoir dienstbar zu machen, die Weltmeere. Australien, Asien, Afrika und Lateinamerika verfügen über mehr als 2 Millionen Quadratkilometer Wüstenküste in fast ausschließlich heißen Zonen. Eilat, Israels südlichste, buchstäblich aus dem Wüstenboden gestampfte Stadt, wäre mit ihren 30.000 Einwohnern ohne die Gewinnung von Süßwasser aus dem Roten Meer nicht denkbar. Diese Anlage produziert täglich Millionen Liter Trinkwasser, wenngleich über eine teure Energiequelle, Erdöl. Die Methode: Seewasser verkocht in einer Erhitzungskammer und schlägt seinen Dampf als kondensiertes Süßwasser nieder, das der menschlichen Nutzung in allen ihren Formen zugeführt wird. Eine andere Methode der Nutzbarmachung von Seewasser wird im mexikanischen Puerto Penasco an der Küste des Pazifiks von amerikanischen Wissenschaftlern der Universität Arizona praktiziert. Die Abwärme eines Dieselkraftwerkes produziert in einer Entsalzungsanlage Süßwasser, das den Pflanzen nicht am Boden, sondern durch Verwirbelung in Form hoher Luftfeuchtigkeit zugeführt wird. Umweltventilatoren sorgen für dauernde gleichmäßige Verteilung. Diese kontrollierte Umweltgewächshäuser, genannten Plastikhüllen, verhindern, dass ein großer Teil des Wassers unter der sengenden Sonne verdunstet. Ferner hat sich erwiesen, dass von warmer, feuchter Luft benetzte Pflanzen nur den Bruchteil direkter Bewässerungsmengen benötigen. Das Prinzip des sogenannten Feuchtigkeitskreislaufs lässt zudem Obst und Gemüse in weit größerer Menge und erheblich kürzerer Zeit heranreifen als gewöhnlich. Das Ölscheichtum Abu Dhabi am Arabischen Golf hat nach diesem Modell eine große Anlage zur Gewinnung von Süßwasser und Nahrungsmitteln errichten lassen. Da die Entsalzungsanlage von Puerto Penasco mehr Süßwasser erzeugen kann, als die Pflanzen brauchen, wird der Überschuss in Flaschen abgefüllt und als billiges Trinkwasser verkauft. Das im Entsalzungsverfahren nicht verwendete Seewasser wird dem Ozean wieder zugeführt. Sowjetunion, turkmenischer Hauptkanal. 1959 begonnen und seither 900 Kilometer weit durch die Karakum gezogen, eine der größten Sandwüsten der Welt. Gespeist vom Amu Darya, einem Hauptstrom Mittelasiens, und wohlversehen mit Stichkanälen, Pumpstationen, Werften. Mit Hilfe dieses Kanals entstanden auf einst ausgedörrtem Boden riesige Baumwollfelder mit Ernten von mehr als 1 Million Tonnen. Baustelle Kilometer 912. 1980 soll die künstliche Wasserstraße mit ihrer 300 Meter breiten Fahrrinne das Kaspische Meer erreichen. Weite Gebiete an der Wolga, im Süden der Ukraine und auf der Krim sind heute noch vegetationslose Steppe und Wüste.
Der turkmenische Hauptkanal ist Teil eines Programms, mit dem die sowjetische Führung in großem Ausmaß diese Trockenzonen urbar machen will. Erste Voraussetzung, dem Boden mittels enormer Wassermassen eine neue Pflanzendecke zu schenken. Beginn jeder Entwüstung. Aber nur selten gibt es große Flüsse in der Wüste. Nicht überall eine zentralistisch gelenkte Staatsmacht, die über ungeheure Mittel verfügt. Meist herrscht Mangel an Geld und Feuchtigkeit. Deshalb die Überlegung, wenn der Regen sich nicht nach der Pflanze richtet, dann muss sich die Pflanze nach dem Regen richten. Das wird hier im Nordnegev versucht. Meir Forti vom Wüstenforschungsinstitut Beersheba über seine Arbeit an einer solchen drought-resistant plant, einer der Trockenheit trotzenden Pflanze. Zu Ihrer Linken sehen Sie den ersten Versuch, die Simontia chinensis zu kultivieren. Which is named Simontia chinensis, which produces fruits. Die Früchte dieser Pflanze bestehen zu 50% aus flüssigem Wachs, das in den verschiedensten Industriezweigen Verwendung findet. Zum Beispiel bei Schmiermitteln, in der Kosmetik und der Pharmazeutik. Das Institut für angewandte Forschung befasst sich intensiv sowohl mit der landwirtschaftlichen als auch der industriellen Verwertung dieser Pflanze. Wann, so frage ich jetzt im Juni, hat es auf diesem Feld zuletzt geregnet? Im April. Seither fiel kein Tropfen mehr. Und mit dem nächsten Niederschlag rechnet man frühestens im November. Den ganzen Sommer über, von April bis November, Dezember, herrscht völlige Trockenheit. Das bisschen Regen, das wir überhaupt haben, fällt im Winter. Und Sie glauben an Ihren Erfolg? Nach all den Jahren des Experimentierens bin ich mir ziemlich sicher, dass die Simontia chinensis in einigen weiteren Jahren angebaut wird, wie Baumwolle und andere Pflanzen. In some years an agricultural crop like cotton or other plants. Karawane im großen Sahara-Erg Teneré. Die Erfolge der Wüstenforschung dürfen nicht zu der Annahme verführen, hier sei vor allem eine technische und biologische Aufgabe zu bewältigen. Der schwierigste Wandel hat eine menschliche Problematik. Die archaische Daseinsweise stolzer Nomaden, die sich der Wüste immer im Sinne ihrer Benutzung, nicht ihrer Nutzung angepasst haben. Es gibt darüber das bestürzende Dokument einer Satellitenaufnahme vom Sinai. Rechts von der schnurgeraden Grenze das den Nomadenherden verbotene Territorium Israels, links das kahlgefressene Weidegebiet auf ägyptischem Boden. Was sagen Sie zu dem Ausspruch, dass die Nomaden nicht die Söhne der Wüste, sondern die Väter der Wüste seien? Das ist cum grano salis richtig. Warum sage ich cum grano salis? Der Nomadismus ist ein, sagen wir mal, ein Ökosystem, das dem Ökosystem der Wüste, ein menschliches Ökosystem, das dem Ökosystem, dem natürlichen Ökosystem der Wüste angepasst ist, aber auf einer sehr viel niederen Niveau im Vergleich zum Beispiel mit dem landwirtschaftlichen Niveau der alten landwirtschaftlichen Kulturen in der Wüste. Das heißt, er passt in die Wüste, aber im Vergleich mit den landwirtschaftlichen Kulturen, die wir aus Wüstengebieten kennen, auf einem viel niederen Niveau. Und es ist unmöglich, in einer modernen Wirtschaft dieses niedere Niveau zu halten.
Tuaregs, Inbegriff eines Nomadenvolks. Die Sahelkatastrophe hat viele von ihnen für immer ihrer traditionellen Lebensweise beraubt. Aber sie hat auch, zusammen mit den Hiobsbotschaften der letzten 10 Jahre, zu einem neuen Anfang geführt. Vom 29. August bis zum 9. September 1977 fand in der kenianischen Hauptstadt Nairobi die erste Beratung über das, wie es hieß, alles beherrschende Umweltproblem unserer Epoche auf UNO-Basis statt. Die Weltwüstenkonferenz mit 1500 Delegierten aus 100 Ländern, darunter die Bundesrepublik. Hauptthema: Wie kann die Ausbreitung der Wüsten verhindert werden? Hauptaufgabe: Dieses Ziel bis zum Jahre 2000 zu erreichen. Bei einem Fehlschlag, so bestätigt die Konferenz der Weltöffentlichkeit noch einmal, wären zu jenem nicht mehr fernen Zeitpunkt über eine 500 Millionen Menschen in ihrer Lebensexistenz gefährdet. Aber diese Öffentlichkeit erfährt auch, dass die politischen Weltkonflikte nicht vor der Konferenztür Halt machen. Als Israel das Wort ergreift, verlassen die Araber den Saal mit dem Vorwurf, es mache den Negev nur durch Wasserraub am Jordan urbar. Es kommt ferner zu harter Konfrontation zwischen Vertretern der Entwicklungsländer und den Delegierten der Industriestaaten, als diese die Forderung der Dritten Welt nach einem Sonderfonds zum Kampf gegen die Wüste ablehnen. Die Industrieländer befürchten eine neue Bürokratie, versprechen aber, stärker als bisher, Anti-Wüstenprojekte in ihren Entwicklungsprogrammen zu berücksichtigen. Aber bis zuletzt mahnen die Betroffenen leidenschaftlich: Lasst uns rasch beginnen, sonst laufen uns die Kosten für die große Aufgabe davon. Und doch gelingt dieser Konferenz eine in der Geschichte der Wüstenbekämpfung einmalige Leistung: die Herausgabe des von allen gemeinsam erarbeiteten Aktionsplans. Ein moderner Katechismus gegen die Welttrockenheit und ihre Ausbreitung, der wie kein anderes Dokument in 26 Empfehlungen bis ins Kleinste ausgearbeitete Anleitungen gibt. Darunter, wie Brunnen zu bohren und Bodenversalzung zu verhindern sind, Trockenregionen zu industrialisieren und Nomaden sesshaft zu machen, die Landflucht einzudämmen und Wachstum oder Rückgang der Wüste international zu überwachen. Eine neue Charta zur Bewohnbarmachung dieser Erde. Gleichzeitig aber wird erkennbar, dass keine Nation allein, keine Supermacht, nicht einmal die Blocksysteme die Kraft und die Mittel hätten, dieses Programm in die Tat umzusetzen. Hier wird eine gemeinsame Anstrengung der Menschheit erforderlich. Das ist es, was den künftigen Verlauf der neuen Grenze so ungewiss macht. Gewiss ist nur, dass der Angriff auf sie begonnen hat und eine der großen Landschaften unseres Planeten dabei ihr Gesicht verändern wird. Der Preis des Fortschritts, der Untergang der uralten, jener klassischen Wüste, deren Schönheit und Mythos niemand so glühend besungen hat wie der französische Schriftsteller und Flieger Antoine de Saint-Exupéry. Er schrieb: Wir lebten vom Zauber des Sandes, andere werden darin Erdölquellen erbohren und sich mit Handel bereichern. Aber sie alle kommen zu spät. Die verbotenen Palmenwälder, der niemals zuvor betretene Muschelstrand haben uns ihr Bestes gegeben. Die Sahara hatte nur eine heilige Stunde der Erhebung und wir haben sie erlebt. Solange die Sonne brennt, ist man auf der Wanderschaft gegen Abend zu, dessen Wind die Glieder badet und allen Schweiß abwischt. Die große Tränke der Abendkühle kommt für Mensch und Tier so sicher wie der Tod. Der ganze Tag erscheint schön, gleich Straßen, die zum Meere führen. Poesie von gestern, die Sprache eines hoffnungslosen Romantikers, an den praktischen Wissenschaftler von heute, den Vater von Avdat und Wadi Maschach, die Frage: Herr Professor Ebenari, Sie haben
kann man wohl sagen, ihr ganzes Leben lang, ihr Berufsleben mit der Wüste zu tun gehabt. Welch eine Beziehung gewinnt man im Laufe der Jahrzehnte zu dieser phänomenalen Naturerscheinung? Das ist natürlich eine rein persönliche Reaktion. Und die Reaktion, die ich und meine Frau haben, ist eine absolut positive. Ich wäre heute bereit, um es im Extrem auszudrücken, alleine mit meiner Frau irgendwo unter recht primitiven Bedingungen in der Wüste zu leben, weil ich diese Umgebung liebe und weil diese Umgebung zu mir und zu meiner Seele spricht. Und ich fühle, dass ich dort hineinpasse. Aber das ist eine rein persönliche Angelegenheit, wozu ich allerdings noch eine Randbemerkung machen möchte, nämlich die, dass man niemals vergessen soll, dass alle drei monotheistischen Religionen ihre Wurzel in der Wüste haben. Und das ist ganz bestimmt kein Zufall. Das hängt mit der Natur der Wüste und der ungeheuren Impression der Wüste auf die menschliche Seele zusammen. Die Wüste, und das habe ich x-mal beobachten können, kann man nur lieben oder man kann sie hassen. Ich habe noch nie jemanden gefunden, der da eine Mitteleinstellung hatte. Wir reden jetzt ja von rein emotionellen Dingen. Ist das so etwas wie eine Liebeserklärung an die Wüste? Ja,